Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within. Ja, ich habe schon mal, eigentlich habe ich die Aufnahme schon aufgenommen. Aber da ist, hat sich, oh, dass ich die Datei auf einmal aufgehört. Nach 4 Sekunden. Heißt keine Spur, Tonspur von mir. Also, ich werde euch mal sagen, was ich gemacht hatte. Ich habe jetzt den Satellit-Nexus gebaut. Der Erdwärmekraftwerk ist fertig geworden. Ich habe jetzt praktisch die Chance, alle noch offenen Sachen mit Satelliten zu befüllen. Und ja, und ich habe Mac verloren. Na toll. Das habe ich auch gebraucht. Nicht. Yay, weiterer von denen ist fertig. Ich kann ja ein paar Laser. Oder ich kann zwei Laser kaufen. Schwere Laser kaufen. Eine Railgun auch. Ach ja, Laserkanonen. Die sind wichtig. Die sind noch ein bisschen wichtiger als... Und hier. Yay, der Forschung ist fertig. Was jetzt? Sagen Präzisionslaser. Was? Ja, eine Anfrage. Ach so, so eine Mission ist das wieder. Oh, war ja. Ach ja, ich habe eine neue Sturm. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Oh nein. Mehr Leben oder... Ich würde sagen, mehr Leben. Ich würde sagen, das Überlebenswille. Oh ja! Kann ich ja ihn entfernen für meine andere Mech-Einheit. Ich habe ja nicht umsonst ein paar Mech-Einheiten.
vorbei. Ist das hier ein bisschen sinnvoll? Und der und du hast, glaube ich, erstmal ausgedient. Ich habe ja nicht umsonst einen Goliath. Echt jetzt? Ach, ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich habe jetzt wirklich schon gedacht, dass das verbuggt ist. Weil dies manchmal bist du verbuggt. Manchmal, aber nur. Nicht immer, aber manchmal. Und jedes Mal ist es beschissen, wenn das passiert. Da kann man sie nämlich nicht mehr nutzen. Kann auch sein, dass dieser Bug auch schon entfernt wurde, da ich ja den als einziges Spiel, das auf meiner PS3 gepatcht ist, ist das hier. War auch nötig, weil ein anderer Bug sogar das Spiel praktisch ziemlich unschaffbar machte. War irgendwann auf einmal der Block auf einmal nicht mehr funktioniert. Das war früher mal so. Deswegen haben wir jetzt gepatcht und jetzt geht's einwandfrei. So, Einsatz starten. Mal wieder eine extra Sache. Vor allen Dingen ist das richtig nervig gewesen, dass die Aufnahme weg ist, weil ja, das war so eine richtig gute Mission. Die haben wir richtig gut geschafft. Strike One muss Deckung geben, während unser Agent die Exort-Daten besorgt, auf die wir es abgesehen haben. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Unser Agent war im Begriff, die beschafften Daten zu übertragen, als Exalt-Truppen in sein Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exalt ihn hackt, können sie auch den Sender lokalisieren. Und wenn sie auch den hacken, kommen wir niemals an die Daten ran. Ziele wurden aktualisiert. So. Du sprintest erstmal dahin. Schön unterwegs. Bin unterwegs zu neuer Position. Jo, alle sprinten erstmal los. Ziel bestätigt. Weil wenn ich hier keinen sehe, oh, hat der viel Leben, mein Legierungsschiff. Im Laufschritt. In Bewegung. Verstanden. So, Schiff, du gehst mal in die Front. So. Du gehst dahin.
Du sprintest dahin. Du sprintest mal dahin. Du sprintest dahin. Begebe mich auf Position. Ah, da oben sind welche. Da draußen ist irgendwas. Hehe, Treffer. Hallo, ich hab Mac. Kein Kontakt mit dem Ziel. Commander, eine Exalt-Einheit versucht, den Codierer zu hacken. Wenn wir das nicht verhindern, werden sie die Position des Senders ermitteln. Bin unterwegs zu neuer Position. Wie mache ich das jetzt am besten? Am besten, ich sprenge erstmal was. In Bewegung. Du gehst langsam hin. Der trifft natürlich. Okay. Feind ausgeschaltet. Also so einfach kommt man bei mir nicht vorbei. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich den da positioniere. Und zwar hier. Mich dem Ziel. Exalt hat in der Umgebung mehrere Funkdelay-Stationen errichtet. Wenn unser Agent dicht genug herankommt und die Verschlüsselungscodes, die wir aus den feindlichen Daten gewonnen haben, einsetzt, kann er vorübergehend Exalts Kommunikation nachlegen. Da oben sind sie. Ja, genau daneben. Oh, der eine davon ist eine schwere Truppe. Die muss weg. Wir empfangen etliche Signale, die sich auf Strike One zu bewegen, Commander. Mehrere Feinde im Anmarsch. Normale Truppe? Oh. Es ist ja nicht so, als würde ich dich nicht rauslocken können. Ich werde dich einfach mal flankieren. Das werde ich machen. Da kommst du hin.
Ja, in Feldposten kannst du, aber so willst du es nicht tun, oder was? Ja, fahr mal ein bisschen näher. Ja, verfehle. Oh. Das könnte ich kombinieren. Oder doch nicht? Das ist ein bisschen doof. Wieso kann der dann nicht an den nicht vorbeischießen? Werfe Granate. So, der muss aber weg. Aua. Reflexschuss. Ich habe keine Munition mehr. Aua. Und triffst du? Ja. Wir sehen uns in der Hölle. Ich weiß, dass da noch einer ist. Das weiß ich. Und du wirst dich jetzt ein bisschen besser positionieren. Ich behalte dieses Gebiet im Auge. Sie umgehen mich. Hallo, ich hab da jemanden im Reflex. Natürlich triffst du nicht. Natürlich. Daneben. Ach, da kommt schon der nächste. Exalt-Verstärkung im Einsatzgebiet, Commander. Keine schweren Truppen, aber einen Scharfschütze. Ich habe keine Kugeln mehr. Er muss nachladen.
unterwegs. So. Jetzt ist die Frage, wegen... Natürlich triffst du nicht! Das ist doch Riesenkacke! Aber er trifft. Ausgeschaltet. Das war 77%. Das ist nicht so toll. Er hat uns. Oh, daneben. Letzt nach. Haha. Wozu hat man dann noch eine Laserpistole, ne? Du hackst jetzt mal ein bisschen rum. Wir haben das Kommunikationsnetzwerk des Feindes gestört. Es wird eine Weile dauern, bis er es wieder in Betrieb nehmen kann. So. Du flankierst. Du gehst mal hier erstmal hier hin. Und machst Feldposten. Du gehst hier hin und machst Feldposten. Ich habe alles im Blick. Na, da kommen wir ja welche. Sind es die letzten? Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Ein Scharfschütze. Schwere Truppe, die ich definitiv weghaben muss. Das sind 5 Truppen. Oh. Feuere Rakete ab. Hey, dein ist weg. Huhuhu. Du feuerst mal den da oben weg. So, schwere Truppe, du bist weg. Und tschüss. Und dich setze ich jetzt mal taktisch ein. Du hast ja nicht umsonst deine Flammenwerfer. Ja. Ich will auch was sehen. Ich halte nicht mehr lange.
Vorhang durch! Sie wollen über die Flanken. Natürlich daneben. Noch eine Riesenkacke. So, mal gucken, wie es jetzt was passiert. Sie verlagern den Angriff. Gut, dass ich dich da hingestellt habe. Oh, und du schießt natürlich daneben. Er weiß, wo offensichtlich das er verloren hat. Meine Sniper haben wir jetzt beenden. Wir haben es geschafft, Commander. Exalt ist geschlagen und der Sender ist sicher. Gute Arbeit. Oh ja. Und diesmal habe ich keinen Mann verloren. Yeah. Diesmal nicht. Oh ja, und ich mag meine Mech-Einheit. Meine zweite wird wieder auch wieder fertig werden. Ich hatte ja schon vorher eigentlich zwei, aber jetzt habe ich wieder zwei. Ja. Durchweg ausgezeichnete Arbeit. Wieder eine beeindruckende Leistung unserer Truppen. Sprinter? Reflexfeuer. Reflexfeuer. Major. Keine kritischen Treffer. Yay! Östliches Atlantiks. Datenentschlüsselung abgeschlossen. Mögliche Exort-Standorte werden neu berechnet. Also. Es macht einfach noch keinen Sinn, anzugreifen. Das Genlabor ist fertig, yay! So, Soldaten anzeigen. Bläh. Das hat irgendwas, warum war es gerade in Zeitlupe? Warum habe ich eigentlich wieder so viel Geld? Woher? Hier habe ich ja alles gekauft. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.